willkommen bei Trionic. Mein Name ist Bettina Hartwig von der Bewegungsanalyse Hamburg. Mein kleines Labor befindet sich hier in den Räumlichkeiten von Trionic. Ich bin hier verantwortlich für die medizinische Bewegungsanalyse und für die Lauftrainings bei Trionic. Und nebenbei trainiere ich seit vielen Jahren Athleten für ihre großen und kleinen Ziele mit individuellen Trainingsplänen und Coachings. Und wenn ihr mich nach dem ultimativen Trainingstipp fragt, dann kann ich gar nicht pauschal antworten. Vorher muss ich von euch wissen, wer bist du? Wie viel Zeit steht dir zur Verfügung? Wie ist deine berufliche Situation? Wie ist deine private Situation? Bist du gesund oder bist du immer mal wieder verletzt? Bist du oft erkältet, wenn du die Trainingsumfänge nach oben fährst? Machst du Alternativtrainings? Also hast du schon mal was von Kraft im Ausdauersport gehört, von Mobility? Das alles sind Fragen, die es tatsächlich nicht erlauben, pauschale Trainingstipps zu geben. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die uns allen gemein ist. Jeder von euch kennt es wahrscheinlich. Ihr lauft die Alsterrunde oder die Stadtparkrunde oder eure eigene Hausrunde in immer ungefähr der gleichen Geschwindigkeit. Das ist die sogenannte Komfortzone, in der wir uns befinden, in der wir total gerne laufen. Das heißt gar nicht, dass die ganz besonders locker ist, aber es ist diese Geschwindigkeit, in der wir uns wohlfühlen. Es kann auch sein, dass ihr jedes Mal versucht, ein bisschen schneller zu werden oder an der Durchschnittsgeschwindigkeit seht, ach Mensch, ja, ist wieder gleich so oder ganz bisschen schneller geworden. Und es kann auch sein, dass ihr im Wettkampf gar nicht so wahnsinnig viel schneller seid als bei euren Trainingsläufen. Wenn ihr euch da in dem einen oder anderen wiedererkennt, dann habt ihr euer gesamtes Trainingspotenzial vermutlich noch nicht ausgeschöpft. Das Schlüsselwort, was durch die Literatur geistert, heißt Priorisierung. Was aber heißt Priorisierung? Priorisierung heißt, wir setzen Akzente. Wir gehen raus aus der Komfortzone. Weit in den Bereich nach unten, also ins langsame Tempo, und weit in den Bereich nach oben. Das heißt, wir versuchen, eine Balance zu finden zwischen den Ausdauereinheiten und den Intervalleinheiten. Und Balance hört sich jetzt erstmal so an, eine Waage, beide Seiten sind gleich, 50-50. So ist es tatsächlich nicht, sondern wir machen ungefähr 90% im Ausdauerbereich und nur 10% in dem Intervallbereich. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal am Beispiel eines Läufers an. Wir haben einen Läufer, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder, der läuft total gerne im 5,30er Schnitt, das heißt 5,5 Minuten pro Kilometer. Mal läuft er 5,15, mal läuft er 5,45, aber immer so ungefähr in dem Bereich. Den schicken wir zur Leistungsdiagnostik und am Ende kommt dabei raus, dass sein Bereich, in dem er die Energie aus dem Fettstoffwechsel generiert, bei ungefähr 7 Minuten pro Kilometer ist, also deutlich langsamer. Und sein maximales Leistungstempo sind 4 Minuten pro Kilometer. Das heißt, wir haben eine Range von 3 Minuten, von 7 bis 4 Minuten. Der läuft aber immer in 5,30er Pace. Da wird nicht mehr viel passieren. Das ist das sogenannte schwarze Loch. Was heißt das jetzt für sein Training? Das heißt, dass er seine langen, langsamen Läufe im 6,30er oder 7er Bereich machen soll. Das heißt, er braucht wirklich 7 Minuten pro Kilometer. Das wird er sich vorher nie getraut haben, weil das so langsam klingt, aber es ist tatsächlich der Bereich, der uns hilft, den Fettstoffwechsel zu trainieren und eventuell dann auch, oder das ist das Trainingsziel, auch bei höheren Geschwindigkeiten die Energie aus den Fetten zu generieren. Und die sind unendlich. Wenn er nicht so viel Zeit hat oder wenn sein Intervalltraining ansteht, dann macht er schnelle, harte Intervalle. Wie gesagt, 10%, das ist nicht viel. Das könnte so aussehen. Wir laufen uns 15 Minuten ein, machen 3 Steigerungsläufe, um richtig schön warm zu sein und nehmen uns dann Intervalle vor von 15 Sekunden. Das heißt, 15 Sekunden maximale Geschwindigkeit. Bei unserem Läufer bedeutet es 4 Minuten pro Kilometer. Und 45 Sekunden trabt er ganz langsam. Dann fängt er direkt wieder an, 15 Sekunden maximale Geschwindigkeit und wieder traben. Das macht er 5-mal. Danach locker auslaufen, habt ihr ein großartiges, effektives Training in kürzester Zeit und einen garantierten Trainingsfortschritt. Dieser Satz beschreibt es wunderbar. Geht raus aus eurer Komfortzone, weit nach unten, weit nach oben. Bleibt nicht in der Mitte, in dem sogenannten schwarzen Loch. Das heißt, richtig langsame Läufe, richtig schnelle Intervalle. Das wird euch voranbringen. Platziert euer Training. Baut andere Sachen mit ein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei vielen Trainingskilometern, die ganz viel Spaß machen.
Wenn es interessiert, kommt bei uns vorbei, quatscht mit uns, schreibt mich an. bettina@trionic.de ist meine Adresse. Ich hoffe, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle. Bis bald. Tschüss.